Ich spreche heute mit Jessica Gümmer-Postal. Sie sind Juristin und seit 2004 in der evangelischen Stiftung Neu-Erkerode tätig. Seit 2006 sind sie dort Personalvorständin. Die evangelische Stiftung Neu-Erkerode ist Dach eines diakonischen Netzwerks zur Förderung von Gesundheit, Inklusion und Lebensqualität in der Region Südostniedersachsen. Aktuell zählen zur Unternehmensgruppe 17 Gesellschaften, die in den Bereichen Wohnen und Behindertenhilfe, Arbeit und Qualifizierung, Pflege und Seniorenhilfe, Gesundheit, Rehabilitation, Suchthilfe, Müttergenesung, Familienerholung sowie auch Schulen und Ausbildung tätig sind. Kommen wir nochmal zu ein paar Zahlen und Fakten. Rund 3.500 Mitarbeitende unterstützen an 75 Standorten täglich rund 4.500 Menschen. Und darüber hinaus haben sie auch 200 Auszubildende bei sich. Das gemeinsame Motto lautet: Im Miteinander liegt das Glück. Wir, Frau Gümmer-Postal, sprechen heute zum Titelthema unseres Newsletters Fachkräfte, Arbeit ohne Kräfte, Fragezeichen, mit dem Blick auf Frauen im Besonderen. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, Frauen als Fachkräfte zu gewinnen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dabei ein zentrales Thema. Wie kann Ihrer Meinung nach eine gezielte Ansprache und Förderung von Frauen erfolgreich gelingen? Welche Maßnahmen und welche Möglichkeiten zur Unterstützung sind aus Ihrer Sicht notwendig? Ich würde gerne mal so starten. Das ist nicht nur ein Thema, was erst seit heute oder in der heutigen Zeit wichtig geworden ist, sondern wir haben in der Sozialwirtschaft eine andere Tradition und ja auch Beschäftigung von Frauen. Wir haben in der Sozialwirtschaft, wenn man überlegt, 70 bis 90% Frauen beschäftigt, sodass das für uns schon die letzten 10, 20 Jahre immer Thema war, Frauen auch weiterhin zu rekrutieren. Davon lebt die Sozialwirtschaft. Da wurde eher nochmal dann auch geguckt, dass man eine gewisse Durchmischung hat und auch Männer für diesen Bereich rekrutieren kann und auch gewinnen kann, dass auch die zu uns kommen. Ja, man kann immer verschiedene natürlich Frauenförderprogramme nachdenken als Unternehmen. Ich glaube aber, dass das ganz an anderer Stelle beginnt. Es ist eine Unternehmenskulturfrage. Wie gehe ich als Vorstand, als Top-Management, wie gehen wir mit Frauen um? Wie stehen wir dazu, zu dem Thema Frauen zu beschäftigen und auf Familie und Beruf Rücksicht zu nehmen? Auch das Thema ist nicht nur in den letzten Jahren wichtig geworden, sondern war, wie gesagt, in der Sozialwirtschaft schon immer ein prägendes Thema. Also Sie Ich sagen quasi, man sollte eigentlich viel früher ansetzen an dem ja. Punkt, ne? Habe ich das richtig Ja, verstanden? und ich glaube, es ist, also ich bin davon überzeugt, es ist eine Kulturfrage, Unternehmenskultur, eine Haltungsfrage von Führungskräften und das fängt logischerweise ganz oben im Vorstand an. Wie kann man Frauen für diese Bereiche und gewinnen und vor allen Dingen auch das so gewährleisten, dass Beruf und Familie möglich ist? Man kann, wie gesagt, diese unterschiedlichen reinen Förderprogramme für Frauen, finde ich eher, da diskriminiert man sich doch eher als Frau. Ich halte nichts davon, wenn man sich jetzt speziell auf gewisse Förderprogramme auf Frauen spezialisiert und sagt, das ist das Thema, wo wir nur Frauen weiter fördern. Das würde ich als Frau auch selber als diskriminierend empfinden. Denn muss Warum, man. darf ich dich mal kurz einhaken? Warum? Das fände ich jetzt nochmal spannend, ja. Ich glaube, wenn man über eine gewisse Fachlichkeit und Know-how verfügt, dann soll doch bitte derjenige die Stelle auch bekommen, der das bessere Anforderungsprofil auch erfüllt, der die Soft Skills dafür mitbringt, der das fachliche Know-how mitbringt und der soll die Stelle oder die Aufgabe auch dann übernehmen, unabhängig vom Geschlecht. Also in beide Richtungen muss es ja funktionieren, die Chancengleichheit. Und da würde ich immer für stehen, es sind Frauen und Männer, die gleichermaßen gefördert werden müssen in unterschiedlichen Bereichen. Wie gesagt, Sozialwirtschaft ist nochmal spezieller, weil wir ja sowieso ja, rund über 70% Frauen beschäftigen. Stimmt. Wo ich ansetzen würde, nochmal um zu dieser Kulturfrage zu kommen und wo ich Frauen auch anders nochmal fördern würde, was Führungsverantwortung betrifft. Frauen führen anders als Männer.
Und da würde ich eher als Unternehmen, da setzen wir an, bei den Führungsgrundsätzen nochmal gezielter zu gucken, was brauchen denn Frauen, um Führungsverantwortung zu übernehmen? Wo müssen die in ihren Soft Skills nochmal anders unterstützt werden? Aber auch genauso Männer, was brauchen die nochmal an Soft Skills, um Führung zu übernehmen und vor allen Dingen Teams zu leiten, zu führen, die über 70% aus Frauen bestehen? Ja, okay. Individuelle und flexible Arbeitszeitmodelle sind dabei ein Schlüsselfaktor, um Beruf und Familie im Einklang zu bringen. Sie hatten es schon eben so ein bisschen angedeutet auch. Wie kann ein Unternehmen solche Modelle einführen und sicherstellen, dass sie sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und auch den betrieblichen Anforderungen gerecht wird? Da bin ich jetzt mal gespannt, weil Sie eben ja von den beiden Seiten sprachen. Das ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie stellen für die Zukunft auch, wie wir uns aufstellen. Und wenn die so einfach zu beantworten wäre, ich glaube, dann würden sich viele auf betrieblicher Ebene oder auch Tarifverhandlungen, würden wir uns das leichter tun. Es ist schwer. Man muss ganz klar sagen, wir sind in einem Hilfefeld tätig, in einem Geschäftsfeld tätig, wo man 24/7 eine Betreuung, eine Leistung anbieten muss. Wir können nicht mal so eben eine 4-Tage-Woche einführen und sagen, am fünften Tag haben die Mitarbeiter, hat man frei und kann sich nur um Familie, um darauf zu kommen, Beruf und Familie kümmern. Das geht in diesen Bereichen nicht. Das heißt, man muss genau gucken, wie kann man die Bedürfnisse von Frauen, von Männern, wie kann man die mit der Familie gut in Einklang bringen? Welche Modelle können wir, Arbeitszeitmodelle als Unternehmen, passend? Wir müssen immer die betrieblichen Anforderungen berücksichtigen. Ich kann kein Altenheim schließen, ich kann kein Krankenhaus schließen. Das ist schließlich unsere Daseinsvorsorge und auch unseren Auftrag, den wir für die Region hier in Braunschweig in Niedersachsen erfüllen. Also von daher kann man als Unternehmen in diesen Bereichen, muss man sehr offen sagen, es hat alles Grenzen. Teilzeitmodelle sind anzubieten, dass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, in Teilzeit zu arbeiten und wenn sie möchten, natürlich auch gerne in Vollzeit. Der Trend ist aber eher Richtung Teilzeit. Viele möchten gar nicht in Vollzeit arbeiten, genau um auch die, ich sag mal, Work-Life-Balance, Beruf und Familie, wie man auch immer das nennt, in Einklang zu bringen. Und da sitzen wir mit an verschiedenen Stellen dran, nicht nur die Teilzeit weiterhin auch anbieten zu können, sondern auch verlässliche Dienstpläne zu generieren. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, was wir als Arbeitgeber gewährleisten wollen, aber was schwer ist, weil wir den Fachkraftmangel oder überhaupt den Mitarbeitermangel haben, entsprechend die Stellen auch ausreichend besetzt zu haben. Und da muss man ganz klar auch mit Betriebsräten, bei uns sind es die Mitarbeitervertretungen, zusammenarbeiten und auch mit Tarifpartnern zusammenarbeiten, um zu gucken, welche Arbeitszeitmodelle kann man gut umsetzen. Also von daher das Rezept haben wir noch nicht. Wir sind dabei, eins zu erstellen, sagen wir es so. Würde Aber ich wichtig verstehen. ist, die Teilzeitmöglichkeit weiterhin auch gewährleisten zu können. Und vor allen Dingen, dass man sagt, weit ab von den gesetzlichen Voraussetzungen, die Flexibilität anbieten. Morgen 20 Stunden arbeiten die Woche und irgendwann mal vielleicht dann die 30 Stunden oder wenn es im Moment nicht passt, dann die 10 Stunden. Und das kann man bei uns relativ schnell innerhalb von ein paar Wochen auch wieder wechseln, die wöchentliche Arbeitszeit. Und diese Flexibilität muss man anbieten können. Sie haben schon das Stichwort geliefert, was jetzt mich auch zur nächsten Frage hinführt. Teilzeit. Sie waren eine der, ja, ich sag's mal, wegweisenden Pionierinnen, die bereits in Teilzeit Führungsverantwortung übernommen haben. Können Sie da aus der Zeit vielleicht noch mal ganz kurz berichten? Und wie hat sich die Akzeptanz von flexiblen Arbeitszeitmodellen entwickelt? Wo sehen Sie zukunftsorientierte Arbeitsmodelle? Aber wie ist auch Ihre persönliche Meinung dazu? Sie hatten es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ja, das muss ich noch mal so ein bisschen vielleicht richtigstellen. Ich habe nicht Führungsverantwortung in Teilzeit übernommen. Weiß ich auch gar nicht, ob das so gegangen wäre. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Ich habe 2004 als Personalleitung angefangen und 2006 im Vorstand.
Das wäre nicht, da muss man offen sein, auch manche Positionen gehen nicht in Teilzeit. Das wäre zumindest zu der Zeit nicht gegangen. Und ich habe dann, als er in 2016, als mein Sohn geboren wurde, für ein Jahr in Teilzeit gearbeitet und dann aber auch recht schnell wieder in die Vollzeit zurückgefunden. Weil sie festgestellt haben, dass das sonst nicht so wirklich unter einen Hut zu bringen ist, dann, ne? Ja. Also ich würde mal so sagen, Oder? wenn man eine gewisse Erfahrung hat, ich glaube, die ersten Jahre in so einer Position ist es schwierig, in Teilzeit zu arbeiten. Da muss man auch offen sein und ehrlich sein, dass das manch einer mag das hinbekommen. Heute hat sich das auch schon wieder ein bisschen gewandelt. Mittlerweile, ja, natürlich arbeitet man nicht mehr 12 oder 10 Stunden am Tag. Man versucht das mit Beruf und Familie auch selber gut zu leben. Aber ich glaube, in gewissen Positionen ist es schwer, einfach das alles so unter einen Hut zu bekommen. Da muss Ja. alles mitspielen und das muss man froh sein, wenn man auch einen Mann hat, der das mitträgt und man sich das ein bisschen aufteilt. Ich glaube aber, dass die Unternehmen offen geworden sind, auch in Führungspositionen Teilzeit zu gewährleisten. Und das machen wir in Neukorode in der Stiftung schon. Das muss ich genau mal überlegen. Also seit 2010 auf jeden Fall, dass Führungskräfte, Frauen in Führungspositionen, wir haben so einen Grundsatz, 30 Stunden doch arbeiten sollten, weil man muss, um ein Team zu führen, um Mitarbeiter zu führen, auch eine gewisse Präsenz haben. Das kann ich nicht, wenn ich nur 10 Stunden, ich übertreibe jetzt oder untertreibe jetzt mit 10 Stunden, kann man das nicht schaffen. Sodass das aber durchaus ab einer gewissen Stundenanzahl und Präsenz machbar ist. Und es hat einfach mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, wie sehr bin ich denn dran an einem Team, um das auch gut führen zu können. Richtig, Also von daher, glaube ich, hat sich viel verstehe. getan und muss ich auch sagen, für die Generation, für die neuen, jüngeren Generationen, begrüße ich das sehr, dass da so einiges an Eis gebrochen wurde. Ich komme noch aus einer Zeit, wo das eher nicht so gesehen wurde. Da war das eher, na, Frauen- und Führungspositionen noch schwieriger. Das hat sich ja in den letzten, sagen wir, 15 Jahren sehr gewandelt, was auch gut ist. Warum ist es wichtig für die regionale Wirtschaft und das soziale Umfeld, den Fokus verstärkt auf die Beschäftigung von Frauen zu legen? Und wie können Unternehmen und die Region davon profitieren? Je gemischter ein Team aufgestellt ist, Frauen und Männer, die Diversität müssen wir da einfach ansprechen, desto mehr Ideen entwickelt ein Bereich, je mehr Innovationskraft habe ich. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ich jetzt nur Männer, nur Frauen beschäftige, dann glaube ich, ist zu wenig an Ideen und an Input. Und von daher glaube ich, ist Diversität ist ein Thema für uns in der Region, wo wir einfach eine gewisse Innovationskraft entwickeln können. Ich würde es jetzt mal auf unsere Geschäftsfelder legen, dass die Gerne. letzt, wenn ich da so sehe, eine Durchmischung von den Teams, wo ein Team von einem Mann geführt wird, dass mir an gewissen Punkten vielleicht eine gewisse Sachlichkeit dann da ist, eher nicht zu sehr die Emotionen. Wir Frauen neigen ja eher mal zu Emotionen und das tut es auch gut, einen Gegenpol wieder zu haben. Und das ist, glaube ich, das wirkt in Teams besonders gut, dass man da so eine Durchmischung dann hat. Schaut man sich mittel- und langfristige Personalplanungen an, dann ist oft von Neueinstellungen die Rede. Sie hatten jetzt auch schon ein paar tolle Beispiele genannt. Ich frage noch mal ganz konkret nach: Warum wird der Blick oft erst nach außen gerichtet, wobei er auch nach innen gerichtet werden kann, in dem Sinne, dass auf Frauen in Teilzeit, die sich gerne beruflich weiterentwickeln möchten, da dann auch drauf geblickt wird? Oder ist das überhaupt so? Das ist ganz wichtig. Also erst guckt man immer nach innen. Wer kann eine neue Position besetzen? Wer hat das Know-how dafür? Und wer ist in Teilzeit und möchte Vollzeit arbeiten? Man guckt immer erst nach innen. Wir machen das zumindest so von der Personalplanung, dass man erstmal auch innen guckt und und die eigene Mitarbeiterschaft nochmal oder die eigenen Mitarbeiter fördert. Gerade in Jahresgesprächen wird es ja auch sehr deutlich, welche Entwicklung möchte man persönlich und fachlich anstreben, sodass da entsprechend auch Rücksicht drauf genommen wird.
Es ist aber so, dass die Tendenz eher ist, was ich schon eingangs sagte, die Tendenz ist doch eher, man möchte in Teilzeit arbeiten und nicht in Vollzeit, um diese Work-Life-Balance ausleben zu können. Das muss man mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren verändern wird, eventuell. Wir beobachten aber, dass der Wunsch gar nicht unbedingt nach Vollzeit ist. Von daher, wir begrüßen das sehr und das sehr unterstützen, wenn die, die in Teilzeit arbeiten, auch entsprechend Vollzeitverträge annehmen würden. Aber das ist natürlich auch für Beruf und Familie schwierig, solange wir keine verlässliche Kinderbetreuung haben oder verlässliche Ganztagsschulen haben und qualitativ da auch ein gut ausgebautes Bildungsnetzwerk haben, ist es auch schwierig für die Unternehmen, ob es so Frauen oder Männer sind, entsprechend ja, zu rekrutieren und zu sagen, bitte gerne Vollzeit arbeiten. Denn den Kopf hat man ja nur frei, wenn man weiß, Kind, Angehörige sind gut versorgt. Und dazu gehören ja auch, wird auch die Pflege, Angehörige, die gepflegt werden müssen. Also das heißt, wir müssen Altenpflegeheime weiterhin auch gut für die Region zur Verfügung stellen können. Warum ist es eigentlich so, dass Frauen immer noch oft weniger und in vielfältigen Situationen weniger verdienen als Männer? Ist das so? Ich kann sagen, dass bei uns im Unternehmen, die tarifgebunden sind, wir keine Diskriminierung haben, dass Frauen oder Männer es einen Unterschied gemacht wird, was die Vergütung betrifft. Ganz völlig in einem Tarifvertrag ist völlig klar, dass die Tätigkeit bezahlt wird. Und ob das Frau, Mann ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Ein Tarifsystem, wir haben den Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen, den wir mit der Gewerkschaft Verdi verhandeln. Da ist das ganz klar geregelt, nach wie vielen Jahren man wieder eine Stufe Entgeltstufe höher kommt und welche Entgeltgruppe festgelegt wird. Und da ist einfach das Arbeitsfeld entscheidend und nicht, spielt keine Rolle, welches Geschlecht man hat, sondern die Tätigkeit ist entscheidend. Es mag bestimmt Betriebe geben, in anderen Hilfefeldern wo, oder Geschäftsfeldern eher gesagt, wo kein Tarif angewandt wird und vielleicht ja, man mit dem Vorgesetzten in Verhandlungen tritt und sein Gehalt aushandeln muss. Da möchte ich gerne mal auf den Eingangs zurückkommen, dass ich glaube, das ist die Kulturfrage. Wenn ich als Unternehmen, als Betrieb die Kultur habe, dass mir die Geschlechterdifferenzierung, dass die keine Rolle spielt, sondern dass ich den Mensch sehe, dann sollte das auch in Verhandlungen keine Rolle spielen, bei den Entgeltverhandlungen keine Rolle spielen. Ich kann nur Frauen dann ermuntern zu sagen, dann ist das vielleicht nicht so der richtige Betrieb oder dann ist das vielleicht nicht so da der Bereich, wo ich arbeiten möchte. Denn da würde ich schon sehr selbstbewusst auch auftreten und sagen, dann suche ich mir halt einen anderen Job, weil ich glaube, da wird keiner glücklich, wenn man in der heutigen Zeit als Frau schlechter bezahlt wird für die gleiche Tätigkeit, die ein Mann ausübt. Titelthema Fachkräfte. Vielleicht können Sie noch mal ein kleines Update oder einen Ausblick geben. Wie sieht es im Moment in Ihrer Branche aus? Also, da ist die Not ja wirklich sehr, sehr groß. Können Sie da vielleicht noch mal so einen Status geben dazu? Wir suchen jederzeit gute Fachkräfte, Hilfskräfte. Wir haben in unseren Stellenausschreibungen auf unserer Homepage sieht man ganz gut eine Vernetzung zu unserem Bewerberportal. Wir suchen natürlich immer gute Fachkräfte und Hilfskräfte, Führungspositionen auch, aber wir sind so gut aufgestellt, dass wir unsere Geschäftsfelder, unsere Hilfefelder gut auch weiterhin verlässlich den Klienten, Patienten, Bewohnern anbieten können und zur Verfügung stellen können. Das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen. Es ist jetzt nicht so ein Notstand, dass wir darüber nachdenken müssen, irgendwelche Hilfefelder, Geschäftsfelder aufgeben zu müssen. Gott sei Dank nicht, weil wir auch viel in Ausbildung in den letzten Jahren investiert haben und unsere Auszubildenden bei uns in den Bereichen dann eingesetzt werden. Aber wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung und wir haben jede Menge Stellenausschreibungen, weil wir
Um flexible Arbeitszeiten anbieten zu können, braucht man viele Köpfe, viel Personal. Frau Gümmer-Postal, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für das Interview und die vielen spannenden und interessanten Einsichten. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön, über dieses wichtige Thema mich mit dem AGV mit Ihnen auszutauschen. Dankeschön.